Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Escapers 2, einem wunderschönen Gefängnis-Simulations-Ausbruchsspiel. Mit dabei ist der Bloody, hallo. Juhu. Juhu. Eine kleine Frage, ist es gerade laut bei mir im Hintergrund? Was ist denn laut im Hintergrund? Ist es gerade ein bisschen laut im Hintergrund? Nö, alles gut. Also, okay, gut. Wir müssen jetzt hier, wir sind mitten am Tag, sind wir hier angekommen und werden hier direkt zum Sport gezwungen. Das ist wie in der Schule, ey. Echt schlimm, sowas. Ja. Aber ist ja gut, da können wir uns unsere Körperkraft ein wenig steigern. Ich hab's noch nicht gemacht. Ich bin jetzt, muss meine Intelligenz ein bisschen steigern. Ich würde nämlich gerne den Beruf für Post austragen. Ich hab's nämlich erfolgreich geschafft, dass die nette Kollegin da rausgeschmissen wurde. Oh cool. Lässt jetzt schon beim Tag 2? Ja. Oder Tag 1? Ja. Ich muss jetzt mal Verstand auf 40 bringen und dann kann ich mir den Beruf Postbote anleiern. Krass. Das finde ich cool. So, ich geh jetzt erstmal duschen. Und dann gehe ich erstmal ein paar mal gucken, was man hier so für die Leute alles so. Gibt's auch mal Leute, wo man was erledigen kann. Ich muss noch Maniküre und Zert herstellen. Das ist schon wieder da oben der Typ. Ah, ja. Mitzi. Aber Mitzi ist es diesmal nicht, das ist jemand anderes gewesen. Gut, ich habe jetzt alles, jetzt muss ich noch gerade wieder nach oben. Und ja. Okay, ich muss einen Becher holen, in dem wir uns die Mitzi oder so bringen. Ach, das ist ja kein Problem. Was wollen sie diesmal von uns jetzt? Ah, jetzt haben wir nur Freizeit, ne? Jetzt müsste am Freizeit kommen. Ohne Pfeile, das ist schon mal sehr gut, die nehme ich schon mal mit. So, ich bin jetzt Postbote. Was für ein Zufall, weißt du? Der eine wird rausgeschmissen und Punkt, hat man schon einen neuen Postboten. So. Ein bisschen merkwürdig. Dann braucht jemand bloß mal ganz kurz anwesend sein. Ja, ich will aber trotzdem mal gerade was essen. Es gibt nämlich ein bisschen Leben, ja, und Energie wieder. Ich bin voll. Mit einer Batterie. Ja, ich hatte gerade ein bisschen trainiert. Für Nägel gebrauchen? Erstmal nicht, oder? So, jetzt haben wir Freizeit. Nägel? Hm, ich glaube nicht. Ich nehme schon mal ein paar Decken mit, damit wir das abdecken können. Ich habe im Inventar eine Nagelfeile, Nagellack, Handcreme. Was brauche ich nochmal? 10, ne? Ah, Maniküren-Set kann ich schon herstellen. Na, wem bringe ich denn das jetzt? Jetzt haben wir Freizeit. Gut. Achso, ich muss ja irgendwie Mitzi mal den Becher wiederbringen, habe ich das Gefühl. Was hat er denn da? Hallo Mitzi. Herr Wachmeister, Herr Wachmeister, ich habe was für Sie. Wieso ist denn der hier hot? Alter, der prügelt ja einfach auf irgendjemanden ein. Brutal. Los, Polizist, verpiss dich. Sind Kameramänner? Also, wie wollen wir denn das am besten ausbrechen? Wollen wir dem Kamerateam die Kleidung rausreißen? Oder? Nee, dem Kamerateam kannst du die Kleidung, du kannst ja nicht angreifen. Du kannst ja Zivilkleidung kannst du dir im zweiten Stock holen, aber die ist nur einmal da. Zivilkleidung. Das ist das Problem an der Sache. Gepolsterte Häftlingskleidung. Krankenstation. Du bist wieder nicht Bloody? Nee, diesmal bin ich Bloody Knight. Nein, bist du nicht. Doch. Wo bist du? Ich komm mal zu dir. Hier ist nämlich das Pult von Bloody Knight. Ist das hier etwa dein. Ist das deins? Hier. Ist das deins? Ja, ich stehe doch hier bei dir drin. Nein. Ja. Aber, hier. Aber das hier ist der Pult von Bloody Knight. Der von Bloody Nein. Hier. Komm mal runter. Ja, ich komm. Hier bin ich. Das ist meins. Hä? Dann gibt's hier in dieser. Dann gibt's hier zwei Bloody Knight. Oh, dann habe ich nicht aufgepasst, sorry. Gut, ich habe schon ein paar Missionen erledigt. Ich werde jetzt ein bisschen mal gucken. Ich würde gerne tatsächlich. Welche Kleidung. Wie kann man denn bitte schön eine Uniform für Polizisten herstellen? Ja, dafür musst du nur eine gebleichte Kleidung nehmen und Tinte draufkippen. Ah, Wärterkleidung. Aber dafür musst du erstmal das Bleichmittel finden. Das Bleichmittel? Shannon, du bist da nicht willkommen. Oh, fuck. Ich wollte nichts klauen. Ich wollte eigentlich meine Dingens rein. Ich hab ein Aftershave, Blatt Papier und Handcreme.
Hast du irgendwo schon Bleichmittel gefunden? Ja. Echt? Gerade gefunden. Ja. Nice. Nee, Tintenfass. Tinte brauchst du auch. Tinte habe ich aber selber schon. Das ist nicht Tintenfass dafür? Doch, ist auch ein Tintenfass. Ja, ja. Ach so, aber wir brauchen Krankenstationskleidung dafür, ne? Mhm. Ja. Ja, ja, du brauchst erstmal Häftlingskleidung, brauchst du dafür erstmal. Dann kannst du die bleichen und dann kannst du die mit Tinte einfärben. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal ein bisschen meine Intelligenz erweitern, weil ich kann tatsächlich es nicht herstellen, selbst wenn ich wollte, weil ich habe gerade mal 40 und ich brauche mindestens 50, 60. Ja. Ich habe 2 Drähte und 2 Pfeilen habe ich schon mal. Ein Tintenfass und ein Blech. Ich brauche jetzt langsam mal irgendwoher Klebeband oder so. Also Klebeband war gerade eben bei einem von uns, aber ich kann dir die Kleidung geben. Ich habe hier nochmal Tinte gefunden. Tinte hast du schon, hast du gesagt. Ja, Tintenfass habe ich. Dann gucke ich nochmal bei Bloody Knight hier rein. Oh, der hat eine Leiterplatte. Aber ich werd meine Zelle gleich markieren mit dem Bettlaken. Oh, schon das ist theoretisch. Das ist wieder Appell, ne? So, ne, dafür bin ich nicht clever genug. Auf zum Appell! Auf zum Atom! Bitte nicht. Ich habe noch nicht viel machen. Ich hab Bleichmittel bei mir einfach drin! Oh, nicht schlecht. Also, ich hab bei mir Handcreme drin. Eine Quest angenommen, schlag den Brutalo. Okay. Ich soll Shannon daran erinnern, dass er die Klappe halten muss. Achso. Wer ist denn Shannon? Warte mal. Shannon. Ah. Also, mein Dingens. Oh, ich kann ins Bett gehen. Ich leg mich auch direkt hin. Ich habe meine Zelle markiert. Ja, ja, wir sind relativ nah beieinander. Leider sind wir nicht gegenüber, das wäre nice. Das wäre richtig nice. So, zurück in die Zelle. Gut. Boom, 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 boom. Ach, bist du wieder da oben? Nee, nicht ganz. Ah. Hey, geh wieder ins Bett. Bin ich schon. Sicherheitslevel Hallo, wurde gesenkt. Aufstehen, du Assi. Schau, Bella. Was müssen wir hier machen? So, was wollten wir jetzt weiter suchen? Baseballschläger. Oh Gott, nein, nicht mit dem Baseballschläger in der Hand rumrennen. Ah, jetzt müssen wir erstmal zum Appell, ne? War ich schon. Ich hab Klebeband. Ja, ich guck mal, ob nicht, dass wir unsere Spinne durchsucht werden. Obwohl, wir haben da jetzt noch nichts Interessantes drin. Ja. Ich hab Seife. Ich hab noch ein Klebeband. Ich hab noch eine Klebebandrolle. Ich kann die gar nicht klauen, wie nice. Wie kacke ist das denn? Bist du voll? Nee, die da genau da. Der Klebeband da. Kann ich nicht holen. Ach so. Das ist mein Klebeband, das muss ich holen für eine Mission. Ach so, ja gut dann. Ach so, es ist ja Hunger. Da kriege ich mir richtig viel Kohle für. Das ist nice. Guck lieber mal nach, dass wir, wenn wir gleich Freizeit haben, kurz. Bezüglich des Drops Müllmann oder so. Ja, halt gut zu wissen, was du da machen musst für. Ich meine, du musst, glaube ich, dafür ein bisschen Stärke pumpen, ne? Ich muss einen tollen Baseballschläger fertigen für diese Quest. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht schlau genug. Ich glaube, ich muss mal lernen gehen. Geht's lang. Ich bin auch gerade am Lernen. Ich hab schon für einen tollen Baseballschläger. Der ist doch, glaube ich, ganz hinten. Fast ganz hinten. Nicht ganz hinten. Baseballschläger. Vor allem brauchst du nur 70 maximal, ne? Hm. Ich hab 65. Toller Baseballschläger. Dafür brauche ich genau 70. Ach du Scheiße.
Ich habe jetzt 68, mehr kann ich nicht. Schon so viel? Ja. Boah, bist du der schlaue Boy. For the boy. Hä, du brauchst für den Baseballschläger. Achso, für den tollen Baseballschläger, okay. Gut. So, ich habe eine Häftlingskleidung. Ich brauche nur das gelbe Mittel. Was ist das? Fleischmittel, ne? Nee, Kerze? Kerze? Das ist keine Kerze, oder? Nee. Was ist denn das gelbe? Wo kann ich denn hier lernen? Hier unten rechts? Ja. Ja, bei den Büchern. Lernen so anstrengend. Ach Quatsch. Ich brauch Bleichmittel oder was auch immer das gelbe ist. Ja. Ich hab noch eine Klingelfalle gefunden. Bleichmittel hast du. Ich hatte Bleichmittel standardmäßig bei mir am Pult. Ab Werk so. Schon. Vielleicht hast du das auch gehabt. Nee, hab ich nicht. Leider nicht. Vor allem Bleichmittel ist nicht verboten. Weißt du, so im Gefängnis, wo man sich mit umbringen könnte oder so. Hey. Ich guck mal gerade, ob der Kollege unter mir was hat, aber ich glaube nicht. Er hat auch ein Aftershave. Alte Schachtel. Interessant. Na, dann nehmen wir die zweite Klebebandrolle mit. Duschen macht, glaube ich, relativ viel Energie zurück, oder? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal ein bisschen was lernen, ich habe noch 30 Energie und dann geht's ab zur Arbeit. Ach, arbeiten, ja, stimmt, das muss man wieder tun. Ich muss schnell clever werden. Nee, du brauchst für Dingens brauchst du, glaube ich, keine Cleverness, du brauchst hier Dingens. Für meinen tollen Baseballschläger muss ich schlau werden. Ja, 70 brauche ich dafür. Komm schon, und 70. Echt, du bist 70? Oh, kannst du mir den... Ja. Ach nee, ich muss den selber fertigen, glaube ich. Das weiß ich nicht, wenn ich die Wünsche dir gebe. Nee. Ich muss ja die Quest-Gegenstände dafür benutzen und du kannst die ja nicht einsammeln, offensichtlich. Nee, gut. Nee, jetzt kommt erstmal die Mittagszeit. Ja. Warte mal, was hat der Boy hier? Nee, hat er nicht. Ja, ich bin schon schlau 50. Nice. Was bringt eigentlich ein Löffel? Das frage ich mich die ganze Zeit. Vielleicht kannst du mit dem Erde ausgraben. Ja, tatsächlich. Vor mir ist nämlich ein grüner... Warte mal. Kannst du damit echt die Erde wegschippen? Mit dem Löffel? Mit dem Plastiklöffel? Scheiße. Warte mal. Guck ich jetzt mal nach. So, jetzt ist ja gleich hier Mittagszeit. Ja, du kannst damit Erde wegschuppen. Das ist ja witzig. LOL, Alter. Ja, geil. So, Bloody. Folgendermaßen. Ja. Ich muss erst jemanden verprügeln. Dafür muss ich erstmal schlau werden. Okay. Wieso? Was hat denn bitte das Verprügeln mit schlau sein? Dadurch kriege ich Geld. Dadurch kann ich telefonieren. Okay. Dadurch kann ich fragen, meine Jungs, die da draußen sind, kann ich dann fragen, hey, habt ihr eine Idee, was ich hier machen könnte? Okay. Alles klar? Okay. Gut. Alles klar. Deswegen gehe ich jetzt schlau werden. Gut. Und ich gehe jetzt arbeiten. Wäre ich vorher schon schlau gewesen, wäre ich ja gar nicht erst in den Knast gekommen, deswegen offensichtlich. Schaden repariert? LOL, Alter. What the fuck, wieso haben wir jetzt 3 Sterne, nur weil du da ein Loch gebuddelt hast? Hä? Du hast doch das Loch da gebuddelt. Ja, das schon, aber keine Ahnung. Ich hab eigentlich gerade nichts gemacht. Hallo. Hä? Ach so? Ja, die haben das Loch entdeckt, was du da gebuddelt hast, das kleine Stück. Alter, was ist denn das für ein Kack? Krass, oder? Nee, ich bin gerade hier Dinge am gucken, die Post. Ich bin gerade bei der Post dran. Das ist voll witzig, was du machen musst. Okay. Ungefähr so witzig wie das Mülldingens, was man da machen kann, was gestern total verbackt bei mir war. Ähnlich, ja, aber ich muss erstmal Pakete, also Rucksäcke, muss ich oben in die Sortiermaschine reinsetzen. Und dann kriege ich von jeder Farbe quasi mal einen Sack und dann muss ich die jeweils dann reinsetzen. Okay.
Vielleicht. Mizi, was hast du ein gutes Jahr? Wow. Wegen einem Loch ausgraben hast du drei Sterne. Oh, was? Was denn? Oh, mir fehlt nur noch einmal, ein Schlau fehlt mir nur noch. Kacke. Hier ist bestimmt schon auch einer, der verkaufen will, oder? Hast du zufälligerweise einen Polizisten ausgenockt? Nein. Weil die Schwester hat gerade einen Polizisten hier rumtransportiert. Okay. Nein, ich habe keinen ausgenockt. Sicher. Ich hab ein Stück Seil. Brauchst du das? Was, du hast ein Seil? Hier rennt einer mit... Ja. Oh Gott. Scheiße. Ich brauch aber Dingens. Hier ist ein Hund unterwegs, Mann. Ich habe illegale Waren dabei. Wegen dir ist hier ein Hund unterwegs, weil du so ein scheiß Loch gebuddelt hast. Ein löffelgroßes Loch. Was kommt jetzt? Sportzeit. Okay. Boxen sich jetzt schon wieder weg. Warum? Keine Ahnung. So, jetzt bin ich schlau genug. Crafting. Yeah, jetzt habe ich einen tollen Baseballschläger gebaut. Verprügle Shannon mit tollen Baseballschläger. Shannon? Oder Shannon? Und wenn ich den sowieso einmal ausgenockt habe, dann werde ich dir auch gleich die Klamotten klauen. Alter. Wo ist er? Hier, bei mir. Achso, wir müssen jetzt kurz duschen, ne? Ja, jetzt müssen wir duschen. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich laufe gerade hinterher. Nee, das hat keinen Sinn, das hat keinen Sinn hier drin. Das ist Shannon. Ich hab Shannon gefunden. Mhm. Das wäre jetzt natürlich clever, wenn ich das hier drin mache. Hey, schön. Alter, prügelst du dich da gerade? Nein, nee. Hier. Ich hab diese coole. Oh, nein. Scheiße, der Hund kommt hier rein. Ich muss hier weg. Ich hab illegale Sachen dabei, der riecht das. Ich hab Shannon hier bei mir. Okay. Ja, nein. Komm raus. Komm raus. Ich hab Shannon nackig gemacht. Vor allem knüppelt kaputt, ja. Was, mir ist geklappt? Jo, hat geklappt. Mega gut. Gut. Das war nämlich Teamarbeit. Das war richtig gut. Hund ist hier drin. Ich geh jetzt erstmal runter und bring meine illegalen Waren weg. Ja. Ich frag mich, ob man da so einen Beutel gegen bauen kann. Ein Beutel für alte Wäsche? Nee, so, ein Beutel für, nicht für alte Wäsche. Ja, was, ne? Hi. Hast du schon Klamotten? Ja, ich hab schon Klamotten. Okay, hast du Bleichmittel? Leider nein. Ey, okay, komm mit. Nix. Komm mit. Hast du Abendbrot heute? Komm mit. Jetzt können wir schon noch einen halben Stern mehr. Yes, ich hab. Da. Nice. Okay. Hast du zwei davon? Ich hab noch eins gefunden. Wir probieren das dann aus. Okay. Okay, ich kann Krankenstationskleidung herstellen. Jo, Moment. Ich probiere es mal was anderes herzustellen. Soll ich Wärterkleidung herstellen? Ich habe beschichtete Häftlingskleidung. Soll ich Wärterkleidung herstellen? Ja, ne? Hab ich. Scheiße, mit der beschichteten Häftlingskleidung bin ich ständig illegal. Oh nein, bitte nicht der Hund hierher, bitte nein. Ich hab ne Wertungskleider, Wärterkleidung. Okay, ich mach mir auch eine. Hallo Officer. Hast du denn Bleichmittel? Ja, hab ich. Und? Läufst du schon rum als Wärter oder noch nicht? Beziehungsweise soll ich schon als einer rumlaufen oder nicht? Was brauche ich denn noch?
Bei dem. Okay. Nee, nee. Oder? Weiß nicht, wollen wir es ausprobieren? Ich probiere schon aus. Warte mal. Okay, dann mache ich mit. Officer Hi. Bloody. Officer Lompy. Scheiße, nein, lass uns das lassen. Wir haben noch 3 Sterne. Das ist vielleicht nicht so clever, wenn wir das machen. Ja, das ist richtig. Ich laufe nackt rum. Hast du keine eigenen Klamotten mehr? Doch. Habe ich, aber die habe ich weggelegt. Hallo, Officer. Hey. Was ist los? Nein. So, ich bin wieder angezogen. Okay. Ich habe illegale Klamotten an. Ah, der hat sich der aber gerade gar nichts gemacht, ne? Ja, der nicht, aber wenn ein Hund vorbeikommt und mich riecht. Und riecht, ah, dass ich hier. Komm her, komm her, box. Ja, box mich mal. Oh, yeah. Ja, guck, wie wenig Schaden ich bekomme. Wie wenig du kriegst. Herr Officer, er hat mich geprügelt. So, komm mal mit. Warte, ich komme. Hier lang. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Hallo, Frankie. So, pass mal auf, ja? Hier ist normalerweise. So, setz dich mal dahin. Ja. Bleib mal da sitzen. Oh. Bleib einfach sitzen. Alles cool. Man hat mir gerade bestätigt, der Sittich ist tot. Hallo. Wie bist du jetzt reingekommen? Wie bist du denn da jetzt reingekommen? Ja, wie geil. Darfst aber nichts Illegales dabei haben. Hab ich nicht. Hallo. Cool, oder? Ja. So, liebe Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier versuchen, aus dem wunderschönen Gefängnis auszubrechen. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Oh, sorry. Ciao.